Menschen mit einer ADHS leiden ja häufig unter Konzentrationsschwierigkeiten. Das heißt, sie sollten es vermeiden, Berufe auszuüben, in denen sie sich dauerhaft konzentrieren müssen, in denen es jeden Tag um bestimmte Routinetätigkeiten geht, wo sie beispielsweise sehr genau mit Zahlen zum Beispiel rechnen müssen. Wenn auch eine Hyperaktivität besteht, sollte man auch darauf achten, dass in dem Beruf Bewegung möglich ist, 8 Stunden vor dem Computer sitzen, wird dann wahrscheinlich sehr anstrengend sein. Gerade bei einer Hyperaktivität kann es auch sein, dass die Personen eher extrovertiert sind, auch sehr charismatisch sind. Das heißt, dass sie häufig Leute begeistern und in ihren Bann ziehen können und das natürlich auch beruflich nutzen können, entweder im Kundenkontakt oder sie sind häufig auch sehr kreativ, dass sie einfach im künstlerischen Bereich tätig sind.